1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Ja, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche. Hoffe, dass ihr die Karnevalszeit gut überstanden habt und freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine freie Themennacht. Ihr könnt mich also anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne hier mit mir live reden wollt. Nochmal die Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt mir ganz einfach unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer ist eine Anruferin, die heißt Julia, und Julia ist 20 Jahre alt. Hallo Julia. Hallo Domian. Ja, hallo Julia. Was ist dein Thema? Ja, und zwar rufe ich an wegen meiner Schwester. Mhm. Die wohnt bei meinem Vater, die ist 16 und möchte unbedingt zu Hause raus. Ja. Ja, soweit so gut. Warum möchte sie raus? Ja, weil mein Vater eigentlich sowieso nie zu Hause ist, und wenn ja, verbreitet er nur schlechte Laune und lässt meine Schwester ganz deutlich spüren, dass sie eigentlich der Grund dafür ist, warum er nicht schon längst mit seiner Freundin zusammengezogen sein könnte. Ach so. Und wo ist die Mutter? Die ist vor, ja, circa 2 Jahren zu ihrem neuen Liebhaber gezogen. Ach so. So, und jetzt fragst du dich, was machen wir mit der kleinen Schwester? Kriegen sie da raus? Soll sie da raus? Soll sie nicht raus? Was soll ich ihr sagen? Oder warum rufst du an? Ja, weil ich überhaupt nicht weiß, inwieweit das jetzt rechtlich alles so möglich ist, die da rauszuholen, weil sie halt raus möchte. Aber es ist ja nicht so, dass jetzt irgendwie meine Eltern Alkoholiker wären und meine Schwester schlagen würden oder so. Von daher wissen wir gar nicht. Es ist einfach eine schlechte Stimmung da, und da ist nicht wirklich was Handfestes, sondern es wäre einfach für sie angenehmer, wenn sie raus wäre. Ja. Andererseits, wenn du sagst, der Vater ist fast nie zu Hause, ist es doch ganz okay für sie. Nee, ist es nicht okay für sie. Also sie ist halt 16, jetzt gerade in einem Alter, wo sie eigentlich nicht alleine sein sollte. Und was möchte sie denn gerne? Wo möchte sie alleine wohnen? Möchte sie in eine WG? Möchte sie mit ihr zusammen wohnen? Ja, sie weiß es selber noch nicht. Also so betreutes Wohnen beispielsweise möchte sie nicht, weil sie der Meinung ist, dass sie eigentlich zu schade ist dafür und dass man halt lieber die wenigen Plätze behalten sollte für Jugendliche, die es wirklich nötig haben und viel dringender zu Hause raus müssen. Wie wohnst du denn? Könntest du sie aufnehmen? Ich könnte sie aufnehmen, das wäre überhaupt kein Problem. Ja, wäre das nicht die Ideallösung überhaupt? Wenn ihr beiden zusammen... Hast du eine eigene Wohnung? Ich habe eine eigene Wohnung, ja. Und die ist zwar zu klein für zwei, aber ich denke mal, ich auch dann eine größere finanzieren lassen würde. Ja, wäre das nicht die einfachste und beste Lösung? Verstehst du dich mit deiner Schwester gut? Ja, wir geraten zwar schon aneinander teilweise, aber eigentlich verstehen wir uns super gut. Nur wird mein Vater das nicht mitmachen, der wird sich da mit allen Mitteln querstellen. Ach, der würde sich auch querstellen, wenn sie sogar zu dir ziehen würde? Ja, er will halt das Kindergeld weiter kassieren. Mhm. Kann er das nicht sowieso, auch wenn sie, ich weiß nicht, das hier ist ja komplizierte Frage. Also so vom Gefühl her würdest du sagen, okay, ich mache das, und die Schwester würde nach deiner Einschätzung nach auch sagen, okay, ich ginge zu meiner Schwester. Ich denke schon, dass sie es machen würde. Sie hat zwar, also wir haben jetzt noch nicht so konkret drüber gesprochen, weil ich auch erst seit heute weiß, also bis jetzt war es alles kein Problem, weil wir halt praktisch nebeneinander gewohnt haben. Ja. Nur will mein Vater jetzt umziehen, sodass wir uns dann eigentlich nur noch so einmal die Woche sehen können. Ach so, das wäre also quasi eine gute Gelegenheit sogar für sie rauszugehen, wenn der Vater umzieht. Genau. Also es geht jetzt auch um die Frage des Kindergeldes. Ob er will das nicht, weil er dann kein Kindergeld angeblich mehr kriegt. Eine weitere Frage ist, kann er ihr überhaupt da noch irgendwas zwischen die Beine werfen, wenn sie eine eigene Entscheidung trifft? Ne? So in die Richtung. Ja, genau. Ne? Das ist halt das, was wir alles nicht so genau wissen, inwieweit sie denn da überhaupt, weil sie halt noch nicht volljährig ist, eine eigene Entscheidung treffen darf. So, das sind jetzt Detailfragen und Spezialfragen. Da verbinde ich dich jetzt mit meiner Psychologin, die weiß ja viel besser Bescheid. Ich finde es gut, wenn ihr das machen würdet. Ich finde auch klasse, wenn du sagst, okay, ich komme mit meiner kleinen Schwester ganz gut aus. Ich nehme die erstmal so ein bisschen unter meine Fittiche. Was heißt unter deine Fittiche? Aber dass ihr beiden zusammen seid. Und was es da jetzt für rechtliche Fragen noch zu klären gibt, das klären wir jetzt im Hintergrund. Okay? Super, danke. Okay, dann legst du auf und wir rufen dich sofort wieder an. Alles klar. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, 0800 220 50 50, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt. Hier ist Melanie, und Melanie ist 40 Jahre alt. Hallo Melanie. Ja, hallo, guten Abend, Domi. Ja, guten Abend.
Und was geht's bei dir? Ja, schön, dass wir endlich mal miteinander sprechen können. Also ich verfolge schon deine Sendung seit dem 3. April 95, den Geburtstag meiner Mutter, und die leider vor drei Monaten verstorben ist. Ne? Aber deswegen ist der 3. April für mich ein ganz besonderes Datum, weißt du. Ja, verstehe. Ne, also deine erste Sendung war doch am 3. April. Die war in der Tat am 3. April, ja, genau. Ja, und da war meine Mutter 69 geworden. Ja, ne? Ja. Ja, und wir haben zusammen abends immer deine Sendung gehört, ne, und jetzt seit 3 Monaten ist sie eben nicht mehr da. Mhm. Ist sie plötzlich verstorben? Ja, sehr plötzlich. Ne? Ich habe sie auch tot im Bett gefunden. Sie hatte eine Thrombose im Bein und dann hat sich ein Blutgerinnsel gebildet. Ne? Und innerhalb von 5 bis 10 Minuten, ne, ja, ist sie dann an einer Lungenembolie verstorben. Ne? Und als ich sie dann gefunden hatte, da war sie schon 4 Stunden tot. Ne? Naja. Das ist dann ein großer Schock, ne? Seine eigene Mutter. Ne? Und dass man eben auch merkt, ne, dass das Leben nicht unendlich ist. Aber das war auch für mich der Anstoß, also wirklich ein neues Leben zu beginnen. Denn von dem Tag an habe ich kaum noch was gegessen, nur gerade, dass ich nicht verhungert bin, und habe eben in 3 Monaten von 100 Kilo auf 70 Kilo abgespeckt. Ne? Und ja, und das ist ein ganz tolles Gefühl, das kann man gar nicht beschreiben. Also hat dieser Schock, dieser Schock, dieses schlimme Erlebnis, dass die Mutter, zu der du offensichtlich ein sehr enges Verhältnis hattest? Ja, ein sehr, sehr enges Verhältnis. Habt ihr eigentlich zusammen in einer Wohnung gewohnt? Ja, ne, wir haben sogar im selben Zimmer geschlafen, weil sie eben bettlägerig war und also ja, sehr pflegebedürftig. Ach so, dann ist sie gestorben? Dann ist sie gestorben, während du am Schlafen warst. Nein, also ihr ging es nicht gut. Ich war einkaufen. Ich habe so Besorgungen gemacht und dann hat es eben etwas länger gedauert. Ne, und als ich ging, hat sie noch geschlafen. Ne, und wie gesagt, ne, so, und jetzt hat sich das so ergeben, dass du danach irgendwie so aufgerüttelt worden bist und da abgenommen hast jetzt. Ne, also wie gesagt, meine Mutter ist im wahrsten Sinne des Wortes entschlafen, also sie hatte auch die Augen geschlossen, sie hatte an für sich einen sehr schönen Tod, aber für mich war der Schock eben sehr groß, ich damit wirklich nicht gerechnet habe und ich auch sofort wusste, aber, dass sie tot ist. Aber dennoch, wie du gerade gesagt hast, hat das jetzt eine gute Seite, sofern man da von einer guten Seite sprechen kann, aber zumindest eine Wirkung, dass du dich auf mehr auf dein Leben besonnen hast. Ja, weil ich immer dachte, dick sein, das ist Schicksal. Das ist mein Schicksal. Ich kann gar nicht schlank sein. Und das ist einfach unwahr. Also wenn man nicht gerade fettleibig ist oder was, ne? Also nicht krankhaft dick ist, ne, dann kann man das. Ich meine, du hattest ja schon mal in deiner Sendung Leute, die dann, was weiß ich, da so wirklich 3 Zentner oder was. Ja, ne? Ja, ja. Aber schon von 100 Kilo auf 70 Kilo runterzukommen in so kurzer Zeit, ist ja auch wirklich eine Leistung, auf die man ja eigentlich auch stolz sein kann. Kannst du auch. Wie ist es denn jetzt im Moment? 3 Monate ist ja noch nicht so eine lange Zeit und vor allen Dingen... Naja, und wie gesagt, ich bin jetzt so auf den Geschmack gekommen. Also ich sag, also mindestens 10 Kilo sollen noch runter. Also ich möchte mal wirklich Modelmaß haben. Also ich sag, bei 1,75 Größe, ne, 60 Kilo zu wiegen, wäre ja nicht schlecht. Aber du hast jetzt wieder so ein, du isst zumindest etwas, isst du wieder? Ja, also ich meine, ich habe wirklich, kann man sagen, auch teilweise gehungert. Ne? Also ich bin gar nicht mehr einkaufen gegangen, habe nur noch, was ich, also quasi die Vorräte verbraucht. Ne? Aber dann irgendwann ich ernähre mich jetzt ganz anders. Ich achte jetzt darauf. Ne? Ich habe jetzt zum ersten Mal gelesen, wie viele Kalorien zum Beispiel eine Tüte Chips hat. Ja, ne? Schrecklich viel. So. Wie hast du denn eigentlich vorher gelebt? Du sagst, du hast mit deiner Mutter zusammengelebt, sogar in einem Zimmer geschlafen. Hast du auch eine Familie mal gehabt oder gibt es Nein, gar also nicht? Ich habe immer mit meiner Mutter zusammengelebt. Die Mutter war die engste Person. Und meine Mutter konnte auch 10 Jahre nicht mehr das Haus verlassen. Ach also wir haben quasi seit 95, da war sie das letzte Mal raus, quasi als deine Sendung so angefangen hat. Und wir haben sehr isoliert gelebt. Gut, ich hatte viele telefonische Kontakte, weil ich mich auch immer geschämt habe, ne? weil dann alle sagten so nach dem Motto, du hast eigentlich eine schöne, tolle, erotische Stimme, was mit den Männern, also auf Datinglines habe ich immer Männer, aber wenn sie mich dann gesehen haben, ne, dann sind sie immer so zusammengezogen. So, wenn man 10 Jahre so intensiv, auch so zurückgezogen und so intensiv mit jemand anderem zusammengelebt hat und auch du hast deine Mutter gepflegt, hast du gerade gesagt, ja.
Jetzt ist ja da ein richtiges Loch in dein Leben hineingerissen. Wie kommst du jetzt mit dem Alleinsein zurecht? Ja, auch nicht so gut. Ich hatte in der Zwischenzeit auch schon so Bekanntschaften, aber es hat sich noch nicht, also ich suche also wirklich eine feste Beziehung, nicht nur so was rein Sexuelles. Und ich lebe hier auch ziemlich isoliert, also so du hast in keinen der Beruf. Nähe von Köln und sowas. Du hast auch keinen Beruf. Ich müsste dann nach Köln und da muss ich dir sagen, also obwohl ich gerade mal so 10 Kilometer von Köln weg wohne, ich bin seit fast 20 Jahren nicht mehr in Köln. Heimatstadt. Ich frage nur nochmal, Ich frage mal, du hast auch keinen Beruf? Nee, also einen Beruf habe ich auch nicht. Ich konnte also auch wegen psychischer Probleme, ich habe quasi 20 Jahre, die Zeit von 20 bis 40, also immer zusammen mit meiner Mutter verbracht. Ne? Nun kann man natürlich es auch nicht von heute auf morgen, und 3 Monate ist ja keine Zeit, kann man auch so schnell nicht etwas bewegen. Deswegen musst du da auch ein bisschen geduldig sein. Aber du musst natürlich etwas unternehmen, aber du bist ja auch schon dabei. Ich denke ne? mal, dass ich hier das Gewicht, also die Figur, denke ich mal, ist schon mal eine gute Voraussetzung. Super, eine super Voraussetzung, super. Ich glaube, dass du dann vom Selbstgefühl und Selbstwertgefühl auch schon ganz anders dann an andere Leute herangehen kannst danach. Ja, da hast du vollkommen recht, ne? Aber es ist schon mal entscheidend, ne? Und ich möchte dann auch sagen, manche sagen Runzler und, aber ich glaube, niemand, der wirklich extrem übergewichtig ist, der ist wirklich glücklich. Wenn ich das vergleiche, ich meine, ich war so in der Mitte ziemlich dick, also hatte immer so einen Bauch, dass es aussah, als wäre ich im 9. Monat schwanger, ne? Und dann jeder auch gesagt hat, fette Sau und sowas, und dass ich sage, jetzt gehöre ich wirklich nicht mehr zu den Dicken. Also das kann ja jetzt wirklich kein Mensch mehr zu mir sagen. So, Melanie, jetzt wünsche ich dir, dass du weiterhin diesen Weg gehen wirst, so wie du dir das ja gerade ausgedrückt hast und wie du das wünschst. Und vor allen Dingen, dass du dann auch irgendwann in absehbarer Zeit einen Kontakt oder einige Kontakte bekommst. Das wünsche ich dir wirklich von ganzem Herzen. Ich denke mal, die Voraussetzungen, die habe ich mir ja selber geschafft. Ja. Ne? Nur was sehr nett wäre, könnte ich mal mit deiner Psychologin sprechen? Ja. Oder ist das heute ein Psychologe? Ich weiß. Deine Psychologin ist die Heide. Ist gar kein Problem. Du legst auf, du kennst das Spiel ja, und dann rufen wir zurück. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, viel Kraft und viel Erfolg bei allem Weiteren. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Hier ist Vera. Hallo Vera, 52. Hallo Domian. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Jetzt bin ich erstmal froh, dass ich dich irgendwann mal erreichen konnte. Ich habe also schon ziemlich lange ein Riesenproblem. Ja. Ja, was die Frauen so immer haben, ne? Probleme mit den Männern. Ich hatte also eine langjährige Beziehung, die war dann zu Ende, seit 5 Jahren. Ich konnte mich irgendwie gar nicht neu verlieben und habe dann vor einem guten Jahr einen Mann getroffen. Ich habe ihn nur in die Augen geschaut und dann hat es irgendwie bei uns beiden bumm. Jetzt muss ich unterbrechen. Hat die Beziehung 5 Jahre gedauert oder warst du jetzt 5 Jahre alleine? Ich war 5 Jahre alleine. Du warst 5 Jahre alleine. Und die Beziehung damals, wie lange hat die gedauert? 7 Jahre. 7 Jahre. 7 Jahre und aus dieser Beziehung habe ich auch einen Sohn. Und der ist jetzt mittlerweile 13 Jahre. So, und dann nach 5 Jahren einen neuen Mann kennengelernt? Einen neuen Mann kennengelernt. Den Mann habe ich kennengelernt im Swingerclub, wobei ich sagen muss, bin eigentlich gar kein Swinger aus Leidenschaft, sondern ich bin da einfach nur hingegangen, weil ich das dem Kind nicht zumuten wollte, Männer hier nach Hause zu bringen oder mal einen Mann. Und da ich halt sexuell sehr aktiv bin oder eigentlich sein möchte, blieb halt nichts anderes übrig, als ab und zu in den Swingerclub zu gehen. Gut, und dann bin ich da auch mit dem Gedanken hingegangen, nicht gerade den Mann des Lebens kennenzulernen, aber es ist nur was passiert, auch auf Sympathie, auch nicht immer. Ja. Gut, auf jeden Fall habe ich dann den Mann getroffen, habe ihn in die Augen geschaut und es hat so bumm gemacht, dass ich, Ihr habt wirklich zuerst in die Augen geschaut? Ja. Im Swingerclub ist man ja ganz nackig, da guckt man vielleicht zuerst mal woanders hin. Nein, gar nicht. Nee, gar nicht. Was ich wieder denke. Bei mir spielt schon sehr viel das Gesicht oder die Augen eine Rolle. Ja. Und ja, ich habe ihn so auf die Schulter gefasst und er drehte sich so zu mir und ja, und dann war es halt passiert. Gut. Und dann haben wir uns die ganze Zeit nett unterhalten. Wir haben auch gar nichts gemacht. Er hat aber dann auch gesagt, du, ich bin verheiratet und ich bin ganz glücklich verheiratet, aber meine Frau findet das okay, wenn ich eine Frau kennenlerne, weil meine Frau ist bi. Dann habe ich ihm gesagt, oh, das bin ich überhaupt nicht. Ich kann mit Frauen gar nicht anfangen. Gut, wir haben uns dann näher kennengelernt und ich bin auch bei denen zu Hause gewesen und die Frau war total nett und lieb. Und wir hatten dann auch
Sex und ganz vorsichtig angetastet die Frau zu dritt und ja. Irgendwann war das auch wunderschön. Echt? Das hat dir dann doch Spaß gemacht, obwohl es gar nicht dein Ding ist? Ja, es hat halt Spaß gemacht, es war einfach schön, ich denke mal auch, weil er dabei war. Ja. Und nach und nach stellte sich dann raus, dass seine Frau also nicht Bardame ist, sondern dass sie Edelhure ist. Ach, wie alt ist der Mann, wie alt ist die Frau? Er ist 46 und sie ist auch 43. Ja. Und Edelhure? Ja. Das ist ja wie im Film. Was heißt das? Ja, es ist wirklich wie im Film. Naja, okay, sie haben aber ein ganz normales, schönes Haus. Er ist ein total lieber Hausmann. Also ist es aber auch eine ganz, ganz attraktive Frau wahrscheinlich, ne? Ja, unheimlich attraktiv. Mhm. Und ja, und er ist auch halt sehr interessant. Indianermäßig sieht er aus. Und das war schon immer Traum meiner Jugend, irgendwann so einen Mann kennenzulernen. Wie lange läuft denn dieses Techtelmechtel jetzt zwischen euch dreien? Ja, das Techtelmechtel, das lief. Lief seit einem Jahr. Ja, und ist jetzt beendet? Und es ist leider beendet, und zwar seit dem 9. November. Und zwar, ja, die Frau wurde immer eifersüchtiger, obwohl sie immer offen damit umgegangen ist. Sie hat immer gesagt, nö, das ist okay. Also wenn sie arbeiten war und ich kam höchstens ein-, zweimal die Woche zu ihm, weil dann eben auch die Kinder da waren, war das alles immer sehr spät abends, dass die Kinder das nicht mitbekamen. So, wer hat denn den Schluss gemacht? Hat er Schluss gemacht? Ja, er hat Schluss gemacht, aber deshalb, weil er gesagt hat, ich krieg das nicht mehr in den Griff. Sie dreht total durch, wenn sie nur irgendwas von dir sieht oder hört, sie will das nicht mehr. So, das war am 9. November. Ja. Und seitdem seitdem gibt es keinen Kontakt mehr? Kontakt war dann nur noch so per SMS mal, weil es ging dann noch um irgendwelche Kleinigkeiten. Und ich habe ihn dann zuletzt gesehen am 5. Januar. Und als ich ihn dann gesehen habe, also sie hatte mir eine Mail geschrieben, sie will nie mehr was von mir hören. Ich sollte nicht mehr in denen ihr Leben treten. Sie will Ruhe davor haben. Ich wäre eine ganz liebe, nette Person, aber es würde halt nicht gehen. Als du ihn jetzt nochmal gesehen hast, ist es da zwischen euch nochmal irgendwie zu was passiert? Irgendwas zu was gekommen? Nein, gar nicht. Wir haben uns extra irgendwo öffentlich getroffen. Das heißt, im Prinzip ist richtig Sendepause jetzt? Es ist eine Pause, aber das ist für mich so schlimm, weil ich weiß, er liebt mich. Und du liebst ihn auch? Er hat mir das nie gesagt, aber man fühlt das. Und er hat nur zu mir gesagt, ja, es geht einfach nicht. Woher weißt du, dass er dich liebt, wenn er das noch nie zu dir gesagt hat? Weil ich schon mal ihn gefragt habe und dann hat er immer gesagt, dazu muss ich doch, glaube ich, gar nichts sagen, oder muss ich dir das sagen? Und wenn wir beide alleine waren, war das immer ein unheimlich intensives Liebesgefühl. Ja. Okay, aber wenn wir zu dritt waren, war es mechanisch. Mechanisch. Ja, dann war es mechanisch, weil sie ist auch sehr fordernd und ich fand es oft sehr schlimm und ich war irgendwo auch der ruhigende Pol. Du bist aber nach wie vor sehr verliebt in den Mann. Ja. Und du leidest ja darunter, dass es so bleibt. Wie ein Hund. Er hat gesagt, er kann es nicht, er kriegt es nicht auf die Reihe oder sie macht ihm zu viel Druck. Es geht nicht. Ja, da hast du natürlich sehr schlechte Karten, Vera. Ja, ich habe sehr schlechte Karten, weil er hat keine Einkünfte und sie ernährt praktisch seine Kinder, weil das sind nicht ihre Kinder. Und wenn er es so gesagt hat, dann kannst du im Prinzip überhaupt gar nichts machen. Du kannst ja nicht da hingehen und betteln und ihn so. Nee, das habe ich schon so gemacht. Sie hatten zwischendurch schon mal Krach und dann hat er gesagt, du, es geht nicht, wir machen besser Schluss. Wenn von ihm kommen. Er weiß ja, wie du drauf bist. Er weiß ja, ne, das weiß er ja, wie sehr du ihn magst. Das weiß er. Ja. Und er weiß auch wahrscheinlich, wie du leidest. Ne? Ja, ich denke schon. Aber ich habe überlegt, ob ich nicht doch zu ihr gehen soll. Einfach mal da, wo sie arbeitet und mit ihr noch mal reden. Nee, was willst du denn mit ihr reden? Ja, aber im Grunde genommen, sie sagt, sie liebt den Mann. Und sie weiß doch, dass er das gerne hätte, mit ihr aufzusehen. Aber Vera, das ist doch letztendlich seine Entscheidung. Jetzt kannst du doch nicht zu der Frau gehen und du machst dich, das ist doch würdelos, wenn du das machst. Wie stehst du denn da? Ich weiß auch manchmal nicht, das zieht sich wie ein Faden durch mein Leben. Meine Mutter hat mich als Wickelkind weggegeben, da war ich 6. Der Mann, wo ich das Kind von habe, der ist auf Rent gegangen, auf Dorf gekommen, raus. Mein Bruder hat mich in einer Firma rausgeschmissen. Also sehr viel Unglück erlebt schon im Leben. Aber dennoch. Ich habe gedacht, das ist der Mann, der ist es und ich komme da nicht von los. Ich probiere alles. So, aber du darfst jetzt auf keinen Fall Fehler machen. Und du darfst nicht Sachen machen, die das Ganze noch verschlimmern. Wenn du zu der Frau gehst,
garantiere ich dir, dass das überhaupt gar nichts bringt. Die wenn, dann ist er am Zug. Er weiß, was los ist, was emotional läuft bei dir. Du kannst es nicht erzwingen. Und du machst dich lächerlich bei solchen Aktionen. Und wenn es noch so weh tut und es dir schwerfällt, du musst jetzt einfach stillhalten. Ich muss stillhalten und ich sehe, wie er irgendwo dabei kaputt geht, weil er ist total abhängig. Er, wie so ein armes Hündchen, guckt er manchmal an. Ja gut, aber das ist eher, der Mann ist Mitte 40, sagst du. Der ist Herr seiner selbst. Das ist sein Ding, was er da macht. Du kannst ihn da auch nicht rausholen und rausziehen. Also gar nichts machen. Ich würde gar nichts machen, wenn es noch so schwer fällt. Und auch, ja, ich weiß nicht, ob ich noch hoffen soll. Manche sagen, nee, gib die Hoffnung auf, vergiss es. Man hofft ja immer, wenn man Sehnsucht hat, hofft man ja immer. Hoffen kannst du ja auch noch. Aber tu auf keinen Fall irgendetwas im Moment. Mhm. Ja? Ja, okay. Alles Gute. Ich danke dir. Alles Liebe. Jo. Tschüss. Tschüss. Oh, die arme Vera war das. Mann, oh Mann. Hier ist Frank. Frank ist 36. Hallo, Frank. Ja, hallo, Domian. Hallo. Ganz kurz und bündig. Also, ich habe ein Problem. Mhm. Ich bin seit etwas über 2 Jahren mit einer Frau zusammen. Mhm. Und habe seit August eine Affäre mit einer anderen Dame. Und diese Dame erwartet jetzt auch noch ein Baby. Ach. Ja, genau so ist es. Wie alt bist du? 32? Nee, 36. Nee, 36. Das heißt, du bist so darüber informiert, wie Kinder entstehen, ne? Ja, doch. Ne? Und kann man da nicht vorsichtig sein? Ja. Das kommen wir nicht mit geplatztem Kondom oder Pille vergessen oder irgend sowas. Nein, sie hat gar nicht verhütet. Sie hat gar nicht verhütet und die hat noch keine Gummis genommen? Richtig, so ist es. Das verstehe ich nicht. Wie kann man denn sowas machen? Dummheit. Nee, das ist noch mehr als Dummheit. Es geht jetzt nicht nur um Verhütung, es geht auch um Schutz vor Krankheiten. Ja, das stimmt schon. Du hast eine Beziehung, in der du seit 2 Jahren zusammen bist. Und da hast du Sex mit einer fremden Frau und dann auch ungeschützt und unverhütet. Unfassbar ist das. So, was ist denn das für eine Frau, mit der du seit August da was hast? Ist das eine Liebe oder ist das eine Sexgeschichte? Nein, das ist jetzt eigentlich, sag ich mal, auch so eine Liebesbeziehung. Eine Liebesbeziehung. Und das Problem ist, ich sag mal, jetzt irgendwann im August, 16.8. ist, glaube ich, ausgerechnet, kommt das Kind. Und bis dahin sollte ich mich vielleicht doch mal entschieden haben, was ich überhaupt will. Ne? Mhm. Also deine Freundin, deine Hauptfreundin weiß nichts? Keine weiß von irgendetwas. Ach so, die jetzt Schwangere weiß auch nicht, dass du eine feste Freundin hast. Nein, das kommt auch noch dadurch, durch meinen Beruf. Klar bin ich nur unterwegs und dann kann man mal da einen Abstecher machen. Hört sich jetzt krass an, aber ist so. Bist du Fernfahrer? Ja, auf selbstständiger Basis. Ach so, deswegen kann ich mir das schon selber ausrichten. Ich höre nämlich im Hintergrund das Auto. Bist du im Moment unterwegs? Stehst du irgendwo? Nein, ich stehe auf dem Parkplatz. Ja, ich höre im Hintergrund die Autos fahren. Ja. Ja. Also die beiden Frauen wissen nichts voneinander. Du betrügst die eine mit der anderen und die andere mit der einen. So ist es. Das ist schöne Scheiße. Aber ganz gewaltig. So, die Neue, sage ich jetzt mal, die ist in dich verliebt und die möchte gerne mit dir zusammen sein. Ja, richtig. Und die möchte auch gerne das Kind haben. Ja, klar. Da ist gar kein Thema gewesen. Nein, um Gottes Willen, gar nicht. So, jetzt frage ich dich mal ganz einfach und ganz, ganz unverfroren, wen liebst du denn mehr? Wen ich mehr liebe, ja. Das ist eigentlich die neue Beziehung. Mhm. Aber das sind dann manchmal auch so Schwankungen. Bei mir kommt drauf gerade drauf an, wie der Tag gelaufen ist. In welcher Stimmung du so bist? Ja, dann kommt es drauf an, dann fühle ich mich bei meiner Beziehung wieder wohl, dann denke ich, ach scheiß drauf, dann machst du da und dann wieder andersrum, also momentan weiß ich selber nicht. Ja, das ist so ein Luxusverhalten deinerseits, weil du geheim lebst. Du holst ja überall die Rosinen raus. Ja, ich meine, das ist schon eine schweinische Tour, das weiß ich selber. Total. Du bist auch in die neue, wenn es jetzt zu einer neuen Beziehung kommt, mit der Frau, die jetzt schwanger ist, gehst du ja mit einer fulminanten Lüge. Die hast du ja nun auch schon seit einem Dreivierteljahr belogen. Richtig. Und wenn die Frau das erfährt, ist zappenduster wahrscheinlich, ne? Ja, klar, das denke ich mir dann auch. Hat die dich nicht gefragt, wann hattest du deine letzte Freundin? Da hatte ich natürlich gesagt, ist schon ein halbes Jahr her. Habe ich natürlich dann so durch Umschweife eben falsche Aussagen gemacht, klar. Und du hast mit deiner Hauptfreundin, ich nenne sie mal so, auch noch Sex? Ja, klar. Ja, klar, ist klar. Ja. So kann es nicht weitergehen. Nein, das ist richtig. Ich bin auch schon,
ich sag mal so, es wäre auch vielleicht nicht dazu gekommen. Wir haben mit meiner Hauptfreundin, sag ich jetzt mal, habe ich eigentlich schon sehr viel Stress die letzte Zeit gehabt. Durch die Selbstständigkeit war ich viel unterwegs, auf Wochenende, wie auch immer. Und jetzt, manche Situationen sind da, dann versuche ich natürlich mit aller Gewalt immer Stress zu machen zu Hause, dass sie dann, dass wir uns dann so zoffen, dass ich dann sag, weißt du was, hat keinen Sinn mehr, dass ich gehe. Also viermal war schon soweit und jedes Mal kam sie dann immer wieder an und sagte, ach komm. Und ist ein sehr feiges und fieses Vorgehen, den Streit vom Zaun zu brechen, nur damit du nicht den Mut bringen musst, die Wahrheit zu sagen. Richtig. Sehr feige. Das ist feige, das weiß ich selber. Ja. So, jetzt, wenn du schon so eigentlich so im ersten Moment gesagt hast, eigentlich bin ich mehr verliebt in die neue Beziehung, dann wäre ja das allererste, was du machen sollst, du sollst dich von deiner alten Freundin trennen. Mhm. Das ist das allererste. So, ja, und dann ist die zweite Frage zu erörtern, solltest du deiner neuen Freundin reinen Wein einschenken, was da gelaufen ist? Ich finde eigentlich ja. Ich finde ja. Ja, klar. Ich finde ja, obwohl du natürlich hochrisikomäßig dich dann verhältst, dass du beide Frauen verlierst. Ja, das ist ja dann auch die Angst, die ich dann habe. Ja, aber da hast du dich selbst jetzt hineinmanövriert. Du alleine trägst mit deinen 36 Jahren die Verantwortung dafür. Das ist richtig. Ne? Du bist da das wirklich wissend, hast du dich da selbst hinein verflochten in diese ganze Geschichte. Ja, klar. Also ich finde es beiden Frauen über sehr gemein. Und wenn du da künstlich einen Streit zettelst, finde ich es noch schlimmer. Mach rein Tisch, mach Schluss mit der älteren Beziehung. Ich denke mal, das wird auch nicht mehr unumgänglich sein. Ja, aber so schnell wie möglich. Jeden Tag, den du da verstreichen lässt, der wird dein Gewissen mehr belasten. Ja, klar. Stell dir mal vor, eine Frau oder zwei, eine Freundin von dir würde sowas mit dir machen. Ja, da wäre ich auch nicht gerade. Du würdest austicken wahrscheinlich vor Wut. Klar. Jeder von uns würde austicken. Zu Recht austicken vor Wut. Das ist richtig. Ja, weil man sich einfach so nicht verhält. Wie schätzt du das denn bei deiner neuen Freundin ein, wenn du der die Wahrheit sagst? Pass mal auf, ich hatte eigentlich nur eine Freundin, aber ich habe mich jetzt getrennt. Ja, das wüsste ich, ganz ehrlich gesagt, das wüsste ich nicht, ob ich das rüberbringen könnte. Mhm. Das wüsste ich echt nicht. Mhm. Ganz ehrlich. Also dann trenne dich zumindest so schnell wie möglich von der alten Freundin. Ja, ich glaube, es wird Zeit, ja. Und dann sieh zu, wie du in die neue Beziehung reinkommst. Ich meine, ihr bekommt ein Kind, vielleicht sagst es dann halt nicht, obwohl der saubere Weg wäre es zu sagen, aber vielleicht sagst es dann halt nicht. Aber nimm es dir zumindest vor, dich dann völlig korrekt der Frau gegenüber zu verhalten. Ab sofort. Nee, das auf jeden Fall, das denke ich doch. Hast du dich früher auch schon mal in sowas so verstrickt? Bist du so ein Typ? Eigentlich weniger. Das, ich weiß nicht, das kam vielleicht auch durch den ganzen Stress zu Hause und dann eben beruflich, wie auch immer. Mhm. Ja, und dadurch, denke ich mal, ist das dann irgendwie so durch so einen, ich sag mal, in Anführungsstrichen Ausrutscher gekommen. Mhm. So, ich habe gesagt, was ich dazu zu sagen habe, Frank. Super. Jetzt musst du handeln. Das werde ich auch tun. Ja, ich wünsche alles Gute und viel Glück. Ja, danke schön. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, Thema diese Woche. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt unser Thema, es geschah aus Notwehr. Ich möchte gerne mit Leuten reden, die Dinge getan haben, schlimme Dinge unter Umständen, vielleicht sogar ganz schlimme Dinge, vielleicht sogar jemanden getötet haben aus Notwehr. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag und prominenter Besuch diese Woche Samstag bei mir um 23.30 Uhr. Also um 23:30 Uhr, Samstagabend im WDR-Fernsehen, die amtierende Dschungelkönigin, nämlich Desiree Nick. Da bin ich sehr gespannt. Und wenn ihr mit Frau Nick, der bösesten und giftigsten Entertainerin Deutschlands, wenn ihr gerne mit ihr sprechen wollt, wenn ihr euch mit ihr unterhalten wollt, wenn ihr mit ihr streiten wollt, sie ist eine sehr streitbare Person, dann könnt ihr euch ab sofort schon per Mail anmelden unter domian@wdr.de, bitte Telefonnummer draufschreiben. Wir rufen euch dann am Samstag in der Sendung zurück und ihr könnt direkt von Telefon zu Telefon mit Frau Nick plaudern. So, jetzt geht's weiter mit unserer heutigen Sendung, Freie Themennacht, und hier ist Carmen. Carmen ist 58. Hallo Carmen. Hallo, guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen. Ja, ich freue mich, dass ich mal durchgekommen bin und dir mal von meinem Todesnaherlebnis erzählen kann. Ah ja, erzähl, was ist passiert. Am 30. September 2003 war ich klinisch tot.
Ja, weswegen? Ein Unfall? Nein, ich bin sehr schwer herzkrank und habe eine schwere COPD und man weiß nicht, ob es nun von der Herzschwäche oder vom Ersticken herkam. Also was ist COPD? COPD, das ist eine Lungengeschichte. Ah ja. Und ja, auf jeden Fall kam ich am 29. September in die Klinik. Und ich merkte, ich dämmerte im Bett weg und meine Freundin hat sich dann darum gekümmert, dass ich auf Intensivstation kam. Mhm. Und auf Intensivstation, da habe ich noch die letzten Sekunden, so bevor ich da verstarb, in Erinnerung, wie ich gekämpft habe. Mhm. Es war so ein Gitter an meinem Bett und da mit 4, 5 Pflegern gekämpft. Ich wollte da raus, aus welchem Grund auch immer. Ja. Also nachher hat der Arzt mir erzählt, das ist das Delirium, wenn man erstickt, man kämpft dann nochmal. Mhm. Aber dann war es vorbei und du hattest das Gefühl zu ersticken. Ja, das habe ich da so gar nicht mitbekommen. Ja. Ich habe gekämpft. Ja, Und dann hörte ich so Fetzen. Sie hat sich einen Katheter gerissen und alles voller Blut. Und das war das Letzte, was ich mitbekam. Und dann war ich an Gottes Rand. An Gottes? Das war so irre. Es war ein Riesen, ich kann nicht sagen ein Riesenmensch. Es war eine Riesengestalt. Nicht sichtbar, aber fühlbar. Und ich hatte die Größe eines 1- bis 1,5-jährigen Kindes, so vom Empfinden her. Ich kann auch nicht sagen, ob ich einen Körper hatte. Auf jeden Fall habe ich gesehen, wir sind über eine schöne grüne Wiese gegangen, ob das Moos und Gras alles zusammen war. Es war wie Samt und Seide. Wer ist wir? Die Gestalt und du? Ja. Mhm. Er hat gesagt, komm mein Kind. Er hat mich an der Hand gehabt. Konntest du ein Gesicht auch sehen? Wie bitte? Konntest du ein Gesicht auch sehen? Nein, ich konnte ihn nur spüren. Also ich konnte spüren, dass diese Person neben mir war. Riesig. Riesig. Aber so voller Liebe. Und es war in dieser Lichtlandschaft so herrliche Farben. In einer weiten Ferne war ein tempelartiges Gebäude aus Jade geschlagen. Aus Jade geschlagen? Aus Jade, ja, das wusste ich ganz genau. Woher wusstest du, dass das Jade ist? Ja, das wusste ich. War dir klar irgendwie? Das wusste ich. Also da brauchte ich gar nicht fragen, was das war. Ja. Ich habe Fragen gedacht und die waren schon beantwortet, bevor ich sie zu Ende gedacht habe. Nur diese Fragen, die habe ich vergessen. Wir sind dann weitergegangen und es floss von rechts in die Landschaft ein Bach. Und an diesem Bach, da wusste ich, wenn wir durch diesen Bach gehen, dann geht es zum Ziel, zum Himmel. Ich glaube seit meinem 41. Lebensjahr an Gott und ich wusste, das ist alles toll. Da geht es jetzt durch zum Himmel. Es war einfach der Weg. Der Bach war vielleicht so 2,5, 3 Meter breit, 40 Zentimeter tief. Und da hat er gesagt, komm, wir setzen uns hin, wir machen noch eine Pause. Und dann habe ich mit den Füßen im Wasser gespielt, wie ein kleines Kind. Und dieses Wasser, das hatte sämtliche Temperaturen für jeden geeignet. Da habe ich gedacht, das ist ja toll, das ist ja toll. Und ich wollte nun weiter, ich wollte zum Ziel. Und dann habe ich gefragt, sollen wir weitergehen? Da hat er gesagt, hier kannst du leider nicht mehr weiter mit. Dein Auftrag ist noch nicht erfüllt. Du musst noch wieder zurück. Und ich war so enttäuscht. Und wie ich mich zurückfahre, da war ich so gefangen in meinem Körper. Ich wachte auf unter einem riesigen Helm, so eine Art Astronautenhelm. Der war erst Neuanschaffung auf der Intensivstation. Den hatten sie 3 Wochen oder 3 Monate, das habe ich nicht, das hat der Arzt mir erzählt. Und hat mir dann erzählt, ohne diesen Helm hätte ich keine Chance mehr gehabt. Das war so pur Sauerstoff, was mich da umfing. Ne? Also das habe ich alles so im Unterbewusstsein mitgekriegt, aber später erzählte der Arzt. Warst du sehr enttäuscht, als du wach wurdest? Ja, eigentlich ja. Du wärst lieber gestorben? Ja, ich fühlte mich gefangen, eingesperrt. Ja. Das war so schön. Und weißt du, ich habe die Prognose, meine Werte, die jetzt sind, da werde ich dieses Jahr nicht mit überstehen. Ja. Aber ich sage immer, Herr Doktor, wissen Sie was, jetzt habe ich schon ein Vierteljahr überlebt und alles muss an Gott vorbei. Und ich habe mich auch gegen ein Herz entschieden, gegen ein fremdes Herz, weil was Besseres kann mir ja gar nicht passieren. Und also ich du hast überhaupt keine Angst vor dem Tod? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Es ist nicht, dass ich mich jetzt nach dem Tode sehe. Nein, das nicht, aber... Hast du enge Menschen um dich herum? Ja, viele sogar. Hast du Kinder? Ja. Hast du ist da keine Trauer, dann von den Kindern Abschied nehmen zu müssen? Ach, doch schon.
schon. Ich habe Enkelkinder, wobei die Älteste 12 ist und die Kleinste 1 Jahr und 4 Monate. Mhm. Das ist schon schön, aber meine Kinder sind selbstgläubige Menschen. Ich glaube seit meinem 41. Lebensjahr erst an Gott. Es sind in meinem Leben Dinge passiert, die können so nicht passieren. Ja. Ich hatte eine kranke Hüfte und es wurde für mich gebetet und der Schaden ist behoben, ohne dass da was dran gemacht worden ist. Ah, ja. Das und das hat dich zum Glauben gebracht? Wie bitte? Das hat mich zum Glauben gebracht, ja. Das heißt ja, das Abschiednehmen von den nahen Angehörigen ist gar nicht so schwer, weil du sagst, die sind auch hier noch in Gottes Händen nach deinem Glauben. Und du kommst dann ja auch dorthin, wo du gerne hin möchtest. Wo jeder Gläubige eigentlich hinkommen möchte, ne? Denn das heißt ja, es gibt Himmel und Hölle. Und ich weiß auch, man muss sich dafür entscheiden, dahin zu kommen, wo man hin will. Das weiß ich jetzt ganz genau. Ja. Also eigentlich ist das ja nur ein gutes Erlebnis gewesen. Ja, natürlich. Ja? Deswegen wollte ich das mal erzählen. Es gibt so viele kranke Menschen. Mhm. Und in dem Krankenhaus habe ich das weitergegeben. Der Arzt wollte genau wissen, was mit mir geschehen ist und so. Und sagte dann noch, also das Erlebnis wird ihm nachgehen. Ich war die erste Patientin, wo das passierte, wo er wusste, die kriegen wir so nicht zurück. Und dann hat eine türkische Nachtschwester mich angesprochen, hat mich in ihr Schwesternzimmer geholt, wie ich zurück war auf der Normalstation, wollte das alles wissen. Ich habe es überall erzählt, das ist so, weil das einfach so toll war. Gibt es Leute, die darauf reagiert haben nach dem Motto, naja gut, das ist irgendwie alles Chemie, was in deinem Kopf abgelaufen ist? Das gibt es. Was erwiderst du denen? Wie bitte? Was erwiderst du denen? Ja, ich kann nur erzählen, was ich erlebt habe. Also für dich ist das eine Realität gewesen und für dich ist das was eine andere Welt gewesen, die du schon ein bisschen wahrgenommen hast. Vor allen Dingen, ich habe noch vorher was ganz Tolles erlebt. 4 Tage bevor ich in die Klinik kam, wachte ich auf und eine Stimme sagte zu mir, sing. Also im Schlaf, sing. Und da habe ich gesagt, was soll ich singen? Ja, sing. Und da habe ich gesungen, ein Lied in einer fremden Sprache. Ja, ich könnte es dir jetzt vorsingen, aber das wird ja den Rahmen sprengen. Das wird den Rahmen sprengen, ja. Und dieses Lied, eine Schwester auf der Intensivstation, die fragte, sagen Sie mal, sind Sie gläubig? Ja. Da habe ich gesagt, ja, wenn Sie meinen, ob ich an Gott glaube, ja. Ja. Da sagt sie, Sie haben gesungen. Ich starb singend. Und das ist ja schon irre. Wenn das Herz stillsteht, wie kann man denn noch singen? Also Carmen, ich danke dir für die Schilderung deiner Erlebnisse und finde sehr schön, dass du dadurch jegliche Angst vor Tod und Sterben... die hatte ich vorher schon nicht. Ja, das ist sehr gut, das ist sehr beruhigend. Du kannst sehr gelassen noch in deine Tage hineingehen genießen, was jetzt noch da ist. Ich bin ganz ruhig. Ja. Ja. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen, alles Liebe. Ja, ich dir auch. Auf Wiederhören, Carmen. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft mich an. Und hier ist Christel. Und Christel ist 70 Jahre alt. Hallo Christel. Ja. Hallo Domian. Ich habe ein großes Problem. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Ja, erzähl mal. Und zwar ist das so, es geht um den Lebensgefährten. Deinen? Ja. Der ist jetzt in Pflegeheim. Ja. Machst du mal deinen Fernseher bitte ganz leise oder den Ton ganz weg? Mach mal. So. Und ich muss dabei sagen, er kann nicht richtig laufen, 2-3 Schritte, mehr nicht. Er hat Inkontinenz, er ist an der Dialyse, er hat Zucker und hat jetzt neuerdings einen Klüngel mit der Pflegeschwester angefangen, die die Station unter sich hat. Ach. Er ist 80 und sie ist 43. Mit der Schwester hat er einen Klüngel angefangen? Ja, und bis ich dahinter kam mal erst, ich habe da ja noch nicht drüber nachgedacht, ich denke, so ein alter Kerl, was will der denn? Ja. Und dann kam schon mal, ja, der hat ihm dann was mitgebracht, ein kleines Geschenk, haben wir noch nichts gedacht. Silvester dann eine große Blume, habe ich auch noch nichts gedacht. Und dann kam ich mal, da lag da so ein kleiner silberner Ring aus Papier gemacht. Ich sag, was ist das denn für ein Ding? Ach, hat die Ute da hingelegt, sagte er. Und dann kam er ins Krankenhaus und er kam zurück und er musste ich jetzt bei seinem Portemonnaie Geld rausnehmen und da war der Ring da drin. Ich sag, was soll denn das? Ich sag, seid ihr Teenager oder was ist los jetzt hier? Und dann wollte ich wissen, ich sag, was bedeutet das überhaupt alles? Ich habe eine gepflegt gehabt, solange wie es ging und bis er ins Heim kam dann, ne?
Darf ich mal inzwischendurch fragen, wie lange ihr zusammen seid? 20 Jahre. 20 Jahre. Deswegen gibt es im März, wenn es 21 Jahre gewesen. Und wie lange hast du ihn gepflegt zu Hause? Ja, der ist jetzt 2 Jahre da, ja, in dem Heim. So, jetzt erklär mir mal, nun kann es ja sein, dass sie sich einfach nur gut verstehen und nett zueinander sind. Was er heißt? Hat mir gesagt, er liebt sie. Jetzt habe ich gedacht, habe ich ihm erst gesagt, also, da werde ich mal mit ihr sprechen, was das bedeutet und was das soll. Mhm. Ich sage, da ist ja schon, wird ja schon drüber gesprochen bei euch im Haus. Mhm. Das wäre ihm doch egal, das macht ihm nichts aus. Mhm. Ich sage, das ist ja toll, sage ich. Mhm. Aber ich sage, glaubt man, ich sage, ey, du mich kalt stellst und mich blamierst. Hm. Ich sage, da werfe ich euch einen Knüppel zwischen die Beine, da kannst du dich drauf verlassen. Hast du denn mit der Frau gesprochen? Nein, habe ich noch nicht. Hm. Jetzt wollte er das ja erst nicht. Hm. Und jetzt habe ich ihm heute noch gesagt, ich sage, so mein Freund, ich sage, jetzt will ich dir mal eins sagen. Ich sage, entweder, erst wollte ich mit ihr alleine sprechen, dann habe ich aber gedacht, nein, warum? Er kann da ruhig bei sein. Fand ich eigentlich richtiger. Also, sei mal jetzt erstmal nicht zu hart zu dem Mann. Der Mann ist ja nun sehr, sehr schwer krank. Ja, ist er. Ne? Und ist wenn er sich noch nicht. Ich kann das Hinterhältige nicht vertragen. Stimmt. Wenn er jetzt sofort gesagt hätte, ja, ich, da ist was oder was, dann war gut. Ich glaube ja mal, ich kann es nicht einstellen, ich glaube mal, dass da wahrscheinlich nichts Großartiges ist. Nee, kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein. Da habe ich nur heute gesagt, ich sage, warum bist du so komisch? Ich sage, wenn ich ein bisschen in deiner Nähe bin, dann tust du gerade, als wenn ich gepisst hätte, oder? Ja. Ja, ich kann nicht zwei streicheln und tätscheln. Ja. Ich sage, du brauchst mich nicht tätscheln. Aber ihr seid aber auch nicht so gut miteinander, ne? Du bist sehr in Zorn, ne? Ja. Aber vielleicht soll man den Zorn. Er will immer, er sagt, es bleibt zwischen uns, wie es ist. Aber ich soll das akzeptieren. Also, da werde ich einfach nicht mit fertig. Nee, nun wollen wir erstmal überlegen, was kann denn da großartig sein? Natürlich haben die nichts miteinander. Der Mann ist todkrank. Ja. Der Mann ist 80 und ist todkrank, wie du ihn gerade. Er ist bettlägerig, Pflegefall. Vielleicht baut ihn das so ein bisschen auf, dass diese Krankenschwester ein bisschen nett und freundlich zu ihm ist. Und auch als wenn man in der Pflege arbeitet, streichelt man auch schon mal einen älteren Menschen. Das ist ja alles nicht so ernst zu nehmen. Nein, nicht so wichtig. Da habe ich mir ja auch nie was bei gedacht. Aber bis das losging mit der Geschenkerei. Ja. Also wenn er so ein kleines Geschenk ihr mal macht und umgekehrt, ist doch auch okay, ist doch nicht schlimm. Das erleichtert ihm doch, er hat doch nur wirklich ein schweres Schicksal zu tragen. Das ist doch nicht so dramatisch. Wahrscheinlich, wenn du mit der Frau redest, wird die auch sagen, regen Sie sich nicht auf. Er sollte aber ehrlich zu mir sagen, wo ich ihn gefragt habe, Mann, dann hat er immer, ich sage, hast du für mich überhaupt noch was über, ist er, oder liebst du mich überhaupt noch, oder was läuft? Wie ein Felsblock, nichts, keine Antwort. Ja? Und dann bin ich natürlich immer wieder angefangen, das muss ich da natürlich dazu bekennen. Du hast jetzt gerade gesagt, wie schwer krank der Mann ist. Was glaubst du, wie lange er noch lebt? Ja, das kann man ja nicht sagen, ne? Kann man nicht sagen. Hat man also kein Arzt hat da was gesagt zu? Nein. Weißt du, warum ich das frage? Mhm. Weil ich immer so denke, wenn jemand schon so krank und so sehr schwer krank ist, dass man ihm die letzte Zeit so schön wie möglich macht. Und dass da so wenig Streit wie nötig, so wenig Streit wie möglich entsteht. Weil es geht ja nur noch bergab, es geht ja nicht mehr bergauf. Bergauf nicht mehr? Nein, überhaupt nicht. Also, er war schon mal besser dran mit dem Laufen und mit diesem und das, aber er hat sich auch fallen lassen. Jetzt gibt es, okay, nun ist es ja auch kann man, ist ja auch Vergangenheit. Meinst du nicht, du könntest jetzt so die Haltung einnehmen, dass du denkst, okay, komm, lass ihn. Ich reg mich da gar nicht so sehr auf. Wenn er sein Späßchen da hat, dann ist es gut. Und ja, ich habe ihm ja gesagt, wenn ich jetzt mit ihr gesprochen habe, das ist für mich irgendwie eine innere Beruhigung, oder was? Und von ihr das selber gehört hat, ja, dann würde sie mir genau dasselbe sagen, dass sie ihn auch liebte. Ja, ich sage, dann ist es in Ordnung. Aber ich sage, ich möchte das hören. Pass mal auf, dann mach es doch so. Wenn ich glaube nicht, dass die Frau das sagen wird, dass die Frau zu dir sagen wird. Ja, deshalb habe ich ja gesagt, er soll dabei sein. Ja, vielleicht sollte man das Ganze nicht zu sehr aufblasen. Und wenn er dabei ist, ist das eine große Aktion. Red doch mal ganz vernünftig und versuch mal deinen Zorn ein bisschen zurückzunehmen, mal mit der Schwester. Alleine. Alleine? Ja, mach es mal alleine. Vielleicht wird sie dir schon erklären, dass es alles wirklich, wirklich halb so schlimm ist und dass da nun überhaupt nichts ist, sondern dass er sich da vielleicht auch so ein bisschen reinsteigert, um ihm den schlimmen Aufenthalt im Pflegeheim ein bisschen angenehmer zu gestalten. Und da ist aber, was macht ihr das denn eigentlich? Ich sage, die muss doch auch arbeiten. Die sitzt ja ewig am Computer. Ja, die müsste ja für 2 Stationen die Abrechnung, die Krankentabellen und dann sowas alles fertig machen, ich weiß es nicht. Ja, dann käme der Abend nach Feierabend. Oh, ich sage, das ist aber toll.
Also, nochmal, sei mal nicht so böse und so zornig. Der Mann steht kurz vom Sterben und vom Tod und hat es sehr schwer. Red mal ein paar vernünftige Worte, aber nicht zu böse mit der Frau. Und die wird da schon ins rechte Licht rücken, da bin ich ganz sicher. Ja, nun, aber er muss nicht sagen, was 20 Jahre war, das ist einfach so vom Tisch gefegt. Mm, das ist natürlich. Für ihn ist das jetzt, oh, die ja. Herrlichkeit selber, ja. Wie ein verliebten Tenitscherbackris, oh, aber sowas Bescheuertes. Ja, aber du bist noch relativ gesund? Na, ich bin auch nicht richtig gesund. Ich habe vor, das wird jetzt im Frühjahr, wird das 2 Jahre, habe ich einen Herzinfarkt gehabt. Mm. Ich habe einen kaputten Rücken. Mm. Ja, mhm. Und deshalb, ich hätte also, den zu Hause erstens mal gar nicht behalten können zum Pflegen. Weißt du, Christel, warum ich das frage? Du bist auch nicht mehr die Fitteste, du bist auch schon 70 Jahre alt. Ja. Ich sag's deshalb, es macht euch doch das Leben nicht gegenseitig so schwer. Ich merke ja, wie böse du bist. Und 4 Tage die Woche fahre ich dahin. Ja, aber du bist so zornig. Und Zorn ist immer schlecht für den Menschen. Und zornig macht einen immer noch kranker, als man schon ist. Versuch das Ganze jetzt mal ein bisschen auf eine lockere Ebene zu heben. Red mal mit der Frau. Ich glaube, das wird schon sehr viel Luft aus den Segeln nehmen. Erst wollte er das nämlich überhaupt nicht, dass ich damit sprach. Kannst du ja mal mit, musst ja gar nicht mit ihm großartig bereden. Red mal, du, nach dem Motto, ja, du bist ein bisschen... Aber wenn sie es ihm dann wieder sagte, dann, und er das nicht wusste, deshalb habe ich gedacht, ich sage ihm das im Voraus, ja. Dass ich mit ihr sprechen möchte. Ja, so, du kannst mit ihr das ja mal beraten, wie dann hinterher vorzugehen ist, ob du es ihm dann selbst noch sagst oder ob ihr beiden Frauen das einfach unter euch dann regelt und dann Strich drunter und gut. Also weißt du, wo mein Bestreben hingeht, so wenig Wind wie möglich jetzt zu machen. Ich bin auch nicht für Krach. Nein. Ich nächtelang schlafe ich nicht. Verstehe ich. Deswegen, mir liegt daran, dass alle drei so wenig wie möglich sich aufregen sollten in der Situation. Und du auch. Du bist auch eine kranke Frau. Er weiß das ja auch, aber da nimmt er keine Rücksicht drauf. Ja. Keine weiße Bohne nicht. Hm. Das ist das Komische so. Immer. Versprichst du mir, dass du mit der Pflegerin mal sprichst? Ihr beiden. Und dann beratet ihr zusammen, ob du ihm das sagst, dass du mit ihr gesprochen hast, oder ob ihr einfach den Mantel des Schweigens drüber legt. Ja, wenn ich vertrauen könnte, das weiß ich ja nicht. Ach klar. Ob sie das... Ach ja. Ah ja, da gehe ich erstmal davon aus, dass du das kannst. Das ist eine erfahrene Frau, die im Pflegedienst arbeitet. Und ja, sollte man meinen, dann brauchst du sowas erst gar nicht anzufangen. Nee, aber vielleicht ist das auch alles gar nicht so, wie dein Lebensgefährte das beschreibt. Vielleicht machen ja, ich sehe das doch. Du, dann hier was mitgebracht, dann da was mitgebracht. Mhm. Und er lügt mich da nur an, dass das von da, das weiß ich nicht mehr, wovon ich das habe. Das habe ich ihm heute gesagt. Ich sage, warum lügst du mich denn an? Mhm. Ja, dann sag es doch. Mhm. Dann ist es doch gut. Ich kann alles vertragen, aber wenn ich belogen werde, das ist das Furchtbare ja. für mich. So. Wenn, je nachdem, was dabei rauskommt, mit dem Gespräch, in dem Gespräch mit der Pflegekraft, dann kannst du ja nochmal überlegen, dass du mit ihm nochmal redest oder ob ihr zu dritt redet. Aber red erstmal mit ihr alleine. Ja. Okay? Ja. Liebe Christel, alles Gute wünsche ich Danke. Dir. Danke. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Hier ist Roman. Hallo Roman. Ja, hallo. 27. Ja, richtig. Ja. Immer große Alterssprünge heute. Ja. Was ist denn dein Thema? Ja, mein Thema ist irgendwie mein ewiges Single-Dasein. Ich bin schon 27 Jahre jung und hatte noch nie eine Freundin gehabt und so mit der Zeit wird man langsam nervös oder so. Und nachdenklich. Nachdenklich auch, ja. Noch nie eine Frau gehabt? Nee. Noch nie Sex mit einer Frau gehabt? Nein, nicht wirklich. Was heißt nicht wirklich? Ein bisschen schon. Ja, ich hatte mich mal so reingesteigert in, dass ich dann eine Frau in mein Bett gebracht habe. Ja. Aber dann habe ich festgestellt, dass ich die total abtörend fand. Ja. Da hast du die Mühe gemacht und sie lag im Bett und da hast du keinen Bock mehr. Ja, da hatte ich keinen Bock mehr, da habe ich jetzt festgestellt. Und dann bist du wieder aus dem Bett aufgestanden oder wie? Ja, ich hatte ein bisschen an ihr rumgemacht und das habe ich dann irgendwann mal sein gelassen, weil ich gemerkt habe, dass ich mich da nur reingesteigert habe. Und dann musste die Arme sich anziehen und nach Hause gehen? Ja, die verschwand dann. Für immer? Ja, ein Glück. Ja, hör mal, was ist denn da los? Stehst du denn überhaupt auf Frauen? Ja, natürlich stehe ich auf Frauen. Ich bin noch nicht schwul. Ja, ich darf ja mal fragen. Ja, klar. Also ganz sicher, Frauen sind dein Traum, sexuell. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Die sind doch schöner geformt als ein Mann. Ansichtssache, aber ich muss es ja fragen. Ja. Hm? Wie erklärst du dir das denn selbst, dass du da bisher so wenig erfolgreich warst? Also ich hätte mal gesagt, bei mir ist das so,
dass ich irgendwie früher immer sehr viel mit meinen eigenen Problemen beschäftigt war. Mhm. Also ich bin ja so ein Scheidungskind. Also ich bin ja ab dem 7. Lebensjahr bei meiner Mutter aufgewachsen und hatte meinen Vater immer am Wochenende besucht. Und mein Vater hatte mich damals ziemlich aufgehetzt gegen meine Mutter, wenn ich ihn besucht hatte. Also keine schöne Kindheit. Ja, teilweise waren auch schöne Augenblicke dabei, aber es waren auch schwierige Momente dabei. Ja. Also ich würde mal sagen, wie mein Vater damit umgegangen ist, das war schon schwierig. Mhm. Okay. Und dadurch. Wie ist das so mit dem Äußeren? Wenn du dich selbst beschreiben solltest, siehst du normal aus, siehst du gut aus, findest du dich hässlich? Also ich würde mal sagen, ich bin ganz zufrieden mit meinem Aussehen. Ja. Also ich hätte vielleicht 10 Kilogramm weniger wiegen können. Dann wie viel wiegst du denn? Da würde ich wahrscheinlich ganz gut aussehen. Wie viel wiegst du denn? Also ich wiege so um die 93, 94 Kilo bei einer Größe von 1,80 Meter. Ja, ist ein bisschen viel. Ja, das ist etwas viel. Ja. Also ich meine, wenn man... Könnte man was dran tun? Ja, ich denke, wenn ich die 10, 15 Kilogramm weniger haben würde, dann würde ich wahrscheinlich ganz gut aussehen. Ja. Gehst du denn so viel auf die Rolle, dass du Frauen triffst, wo man Frauen trifft, in Kneipen, Diskotheken, Tanzlokalen? Ja, ich würde sagen, ich gehe weniger oft in Diskos, weil das immer sehr laut ist. Also ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne kommuniziert. Ja. Also ich gehe schon mal so zu buddhistischen Versammlungen, zum Beispiel in Düsseldorf. Aber da kann man keine Frauen anbaggern wahrscheinlich, oder? Es ist ja nicht so wie eine Disco, ne? Eine buddhistische Versammlung in allen Ehren ist sicher eine tolle Sache. Ja. Aber so als Flirt-Umfeld ist das nicht gerade so der Knall. Hätte ich nicht direkt gesagt. Also einige Leute haben sich auch über diesen Buddhismus kennengelernt. Da sind dann auch nette Buddhistinnen. Ja, doch, sind doch ein paar nette dabei. Bei mir ist immer das Problem, also ist ja nicht nur so, dass man dort meditiert, sondern dass auch man miteinander ins Gespräch kommt. Ja, ja. Und bei mir ist immer das Problem, dass ich immer so, dass ich irgendwie so verkrampft an die Sache rangehe. Mhm, ne? Und ich muss dich mal kurz zwischenfragen, ist ungewöhnlich. Du bist Buddhist. Ich würde mal sagen, so ein Halbbuddhist. Also ich gucke da immer rein, mein Freund ist Buddhist und dadurch bin ich da zu dieser Sache gekommen. Schon eine ganze Weile? Ja, schon lange. Ja. Also irgendwie schon 2 Jahre bin ich schon dabei, ja. Na gut, also ich will das auch gar nicht so, ich habe das gerade so spontan gesagt, ist nicht das gute Feld, aber warum, du hast völlig recht, warum nicht? Da triffst du auch auf Menschen beiderlei Geschlechts, eben auch auf Frauen, und da kann man ja auch Leute kennenlernen. Hat aber bisher nicht geklappt. Ja, hat nicht geklappt, weil darauf wollte ich jetzt zurückgehen, weil ich immer, ich habe immer das Gefühl, dass ich immer zu sehr will, ne? Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel, wo ich vor 10 Jahren war, da gingen die Frauen auf mich zu, ne? Mhm. Also weil ich auch gar nicht so schlecht aussah damals und war auch dünner damals. Und da kann ich mich erinnern, dass ich da nicht zu den Frauen ging, weil ich immer Angst hatte, enttäuscht zu werden. Mhm. Ne? Mhm. Also wie ich vor meinem Vater enttäuscht war. Und dann war das ein Automatismus und nun hat sich das umgedreht, das Ganze. Ja, dann hat sich genau in das Gegenteil verwandelt. Mhm. Und ich finde irgendwie nicht den Weg da in die gesunde Mitte, meine ich. Abgesehen von den buddhistischen Versammlungen, gehst du überhaupt nie mal aus in Cafés oder in Kneipen? Ja, ich bin schon mal, also ich Cafés gehe ich eher selten. Mhm. Der Hintergrund der Frage ist, die Frau schneidet dir nicht ins Zimmer. Ja, das weiß ich ja. Ne? In den seltensten Fällen passiert das. Man darf nicht verkrampft suchen, dann gibt es auch nichts, aber man muss sich schon irgendwie so ins Leben begeben und dem Leben eine Chance quasi geben, dass sich etwas ergibt. Ja, das ist schon wahr. Ja, ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich in der Post war. Mhm. Und dann war eine Frau gewesen, die hatte mich angelächelt. Die fand ich ganz süß irgendwie. Ich lächelte zurück, etwas schüchtern. Und und dann war das so gewesen, ich wusste nicht, wie ich die ansprechen soll oder so. Ne? Mhm. Also das sind so meine Schwierigkeiten. Deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Ja? Ja, ich weiß es auch nicht. Ich denke die ganze Zeit, die Stimme kommt. Du klingst wie die Stimme von irgendeinem Comedian. Ja? Bist aber nicht, ne? Nein, echt nicht. Ich weiß nicht, wer. Ich denke, ich bin echt das irritiert die ganze Zeit. Ich denke, an wen erinnert er dich? An irgendjemanden,
aus dem Fernsehen erinnerst du mich. Aber das bist du nicht. Nein, also ich tue dir keinen Bären aufbinden. Wäre auch nicht so schlimm. Könnten wir auch gut verkraften. Ja. Hast du Kontaktanzeigen schon geschaltet oder irgendwas? Ja, habe ich auch schon gemacht. Mhm. Mhm. Also ich habe schon einige Möglichkeiten ausgelotet und hatte leider dabei noch nie so richtig Erfolg gehabt. Mhm. Also, und jetzt kommst du wahrscheinlich so in das Alter, wo du denkst, ich gerate in Panik, wenn jetzt nicht bald was passiert, dann schwimmen mir die Fälle gänzlich davon. Ja, ich sehe schon die magische 30. Ja, ja. Ja, die magische 30, ja. Ja, ja. Und die kommt ja immer näher, ne? Mhm. Also, wenn du selbst gerade so spontan den Zusammenhang hergestellt hast, von früher mit dem Vater, Trennungskind und vom Vater enttäuscht und daher sehr vorsichtig mit Frauen und so, scheint das ja schon sehr tief verwurzelt zu sein. Und es kann ja schon sein, dass da die Ursachen liegen. Hast du mal darüber nachgedacht, dass du, um dich selbst vielleicht noch besser zu knacken und zu verstehen, und letztendlich dann dieses Problem auch zu lösen, eine Psychotherapie machen würdest? Ja, das mache ich ja auch schon seit einer Weile. Ach, das machst du schon? Ja. Und bringt nichts? Ja, das ist im Moment so, dass ich, dass mir die Treffen ein bisschen zu selten sind. Die hat irgendwie nur alle 2 Wochen oder 3 Wochen Zeit, ne? Mhm. Alle 2 Wochen. Mhm. Und dann passiert immer so viel in meinem Leben, ne? Mhm. Und ich hoffe, dass sich das noch ändert irgendwie. Thematisierst du das in dieser Therapie auch, deine Schüchternheit und dann, dass es mit den Frauen nicht so klappt? Das hatte ich, glaube ich, mal angesprochen, aber ich muss jetzt sagen, dass ich das schon länger jetzt nicht behandelt habe. Mhm. Und das Thema werde ich wohl nächste Woche wohl wieder behandeln lassen. Also das finde ich schon mal gut, dass du so etwas machst. Gut wäre es natürlich, wenn es jede Woche stattfinden würde, aber nun gut, aber da läuft auf jeden Fall etwas. Das musst du da thematisieren. Parallel dazu würde ich schon an deiner Stelle auch sagen, dass du dir einfach noch mehr Betätigungsfelder aussuchen musst, um dich unter Menschen zu begeben, eben wo auch Frauen sind. Ja, stimmt, ja. Und dann musst du eben auch den Mut haben, diejenigen, die du hast, die du schön findest, nett findest, attraktiv findest, dass du die auch ansprichst. Und das ist das Problem, ne? Ja, das weiß ich ja. Das ist eben, ja, das Problem ist bei mir immer, dass ich zu sehr will, ne? Also ich glaube, dass da hat man schon so ein, ich weiß nicht, irgendwie, da hat man sowas auf der Stirn, so ein Notgeil-Stempel drauf, ne? Ja. Ja. Aber da kann man sich ja ein bisschen runterfahren, dass man sich da ein bisschen etwas mehr zurücknimmt, aber auf jeden Fall aktiv ist und immer wieder Leute anspricht, immer wieder Frauen anspricht. Und wenn du 10 Körbe bekommst, egal, weitermachen. Das ist die einzige Chance, die du hast. Ja, das Problem bei Enttäuschungen bei mir ist immer, ne? Ja, ich wurde ja schon so häufig enttäuscht, ne? Mhm. Und dann kommt noch eine Enttäuschung und noch eine und ja, irgendwie, irgendwann ist ja, wie sagt man das, so der Deckel voll, ne? So aber noch, aber noch nicht mit 27. Das kannst du mir in 20 Jahren sagen. Ich bin immer enttäuscht worden. Ich bin 47 und immer enttäuscht worden. Ich kann nicht mehr. Dann nehme ich das ernst. Mit 27 kann man noch viele Enttäuschungen verkraften. Was meinst du, wie vielen Menschen das so geht, denen fällt das auch nicht alles so in den Schoß? Ja, das stimmt. Also wirklich, ich glaube auch wenn du immer wieder Misserfolge erlebt hast, du musst immer wieder dich aufrappeln und immer wieder neu und immer wieder ran. Wenn in dem Moment, wo du anfängst, dich hängen zu lassen, das geht uns allen so, in jedem Bereich ist man verloren. Ja, ich bin eigentlich auch nicht so der Typ, der den Kopf in den Sand steckt. Ne? Mhm, also ich kämpfe ja schon mit mir und auch mit meinem Leben und ich will schon etwas in meinem Leben erreichen und auch die richtige Frau haben und vielleicht eines Tages Kinder haben. Auf was für Frauen stehst du eigentlich? Wie müssen die aussehen? Also die Frauen, also ich hätte gesagt, die muss das gewisse Lächeln haben. Mhm. Also irgendwie. Also, das gewisse Lächeln, okay. Ja, also so ein tiefes Lächeln. Ja. Ich stehe eigentlich eher auf dunklere Typen. Also sag ich mal so, eher so vielleicht Frauen, die, also ich so Marokkanerinnen oder wie auch immer, ne? Ja. Aber ich hätte nicht gesagt, dass ich darauf festgelegt bin, weil eigentlich im Prinzip ist das Wichtigste das Herz. Urlaube zum Beispiel ist auch immer ein gutes Betätigungsfeld, wenn man beispielsweise in einem Club Urlaub macht als Single. Kann man viele Leute kennenlernen. Ja, das ist auch natürlich eine sehr, sehr gute Idee, ja. Ja, ich habe noch eine Frage, ne? Bitte. Wenn sich eine meldet, kann sie sich an euch wenden? Das machen wir so ganz ungern, Roman. Das wäre aber sehr nett. Das machen wir nur in Sonderfällen. Wäre das heute auch möglich? Du meinst also, du wärst gern ein Sonderfall? Ja. Wir denken darüber nach. Aber du musst natürlich das alles erstmal selbst weiter in die Hand nehmen, ne? Also weiter Therapie machen, in der Therapie das thematisieren. Weiter mehr unter Menschen gehen und ansprechen.
Ja. Und dieses Ich bin geil von der Stirn runter radieren und dich ein bisschen zurückfahren. Ja, ich hol mir so eine Löschpappe. So. Dann mache ich das weg. Und plan mal einen guten Urlaub mit ganz so einem großen Single-Urlaub. Da muss doch mal irgendwas gehen, Mensch. Das geht doch, glaube ich, gar nicht. Ja, das hoffe ich mal, ja. Das mit einem Single-Urlaub ist eine sehr gute Idee. Roman, jetzt ist die Sendung vorbei. Alles Gute wünsche ich dir. Viel Glück. Ja. Toi, toi, toi. Tschüss. Ja, ciao. In der Technik war Matthias Neef. Morgen gibt es auch wieder eine Sendung. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Freie Themennacht. Gute Nacht wünsche ich euch jetzt. Tschüss.